Herz schlägt. Grün, weiß. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 20 Werder Bremen Karriere. Und bevor wir jetzt hier mit irgendwas reinstarten, was mit FIFA zu tun hat, eine kleine Ankündigung. Heute Abend um 19 Uhr werde ich sehr wahrscheinlich mit dem guten Leon einen Wreckfest Livestream machen. Die Zeit haben wir jetzt erstmal auf 19 Uhr gesetzt. Wir wissen noch nicht, ob das jetzt auch nun wirklich 19 Uhr wird, aber wir versuchen es auf jeden Fall. Ansonsten werde ich nochmal im Community-Tab was dazu posten, welche Uhrzeit es sonst sein wird. Aber ansonsten geht mal von 19 Uhr aus. Wer Bock hat, kann gerne am Start sein. Wer selber von euch das Spiel Wreckfest hat, kann gerne mitfahren. Und ja, ich hoffe, es wird ein geiler Stream heute Abend. Aber jetzt erstmal der Fokus auf die Werder-Karriere. Zum einen habe ich ja in der letzten Folge die Fehlerhaftigkeit von Schüssen von 65 auf 55 runtergestellt. Und danach haben wir das Feuerwerk gegen Sparta Prag abgebrannt. Deswegen habt ihr gesagt, ich soll so den Mittelweg finden und das heißt, wir werden die Fehlerhaftigkeit von Schüssen jetzt auf 60 stellen. Jetzt will ich aber auch nochmal einen Blick darauf werfen, wer unser DFB-Pokalgegner denn überhaupt sein wird. Okay, Hansa Rostock, also damit haben wir eigentlich ein ganz entspanntes Los, man kennt es, ein ganz entspanntes Los bekommen. Das ist ja im Rahmen des Machbaren, würde ich behaupten. Damit ein herzliches Willkommen hier aus der Commerzbank Arena in Frankfurt. Und Frankfurt empfängt heute den SV Werder Bremen am 5. Spieltag dieser Fußball-Bundesliga-Saison. Und für Werder liegt der Saisonstart ja alles andere als rosig. Das meiste bestand aus Unentschieden oder Niederlagen. Also wir haben hier nicht wirklich grandios gespielt. Wir haben ja letztens in der Europa League das Feuerwerk abgebrannt. Jetzt haben wir die Fehlerhaftigkeit von Schüssen aber nochmal ein bisschen hochgestellt. Und gegen die Bayern haben wir auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht, das 0-0 im letzten Part. Da hätten wir halt einfach nur den Ball reinmachen müssen. Ich hoffe, dass wir das jetzt hier gegen Frankfurt besser machen. Das offensiv schwächste Team sind wir. 5 Spiele, 2 Tore. Das ist absolut zu wenig. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall Gas geben. Denn unsere Offensivspieler sind nicht schlecht. Die sind sogar sehr gut. Aber irgendwie haben wir in den letzten Spielen das Tor einfach nicht getroffen. Das muss jetzt einfach besser werden. Und dann haben wir hier auf jeden Fall Chancen gegen Frankfurt. Denn wir wollen in die Champions League. Und das geht nicht mit Unentschieden. Also von daher, ja, schauen wir erstmal auf unsere Aufstellung. Denn da hat sich sehr viel getan. Beziehungsweise wir schon erst auf die Frankfurter Aufstellung, weil wir in Frankfurt spielen. Aber bei uns hat sich auf jeden Fall viel getan. Die Frankfurter beginnen mit Kevin Trapp im Kasten. Fallett, Zagadou und Touré in der Dreierkette. Kor als alleinige Sechserposition. Richarlison, Sao, Mirancho und Kostic im Mittelfeld. Und Lucas Moura und Marega im Sturm. Absolut sehr, sehr gute Offensive. Marega, sehr schneller Mann mit auch sehr viel Physis. Da wird Fischer bei uns im Kasten was zu tun haben. Tavares, Konaté, Bednarek und Schulz bilden die Viererkette vor ihm. Dominguez und Eggestein stehen auf der Doppel-6. Olsen, Kamada und Rashica in den offensiveren Mittelfeldpositionen. Und Sargent als alleinige Sturmspitze. Jetzt schon sehr viele Änderungen. Olsen wieder in der Startelf. Kamada ersetzt mal Götze, Sargent für David. Und damit gehen wir jetzt rein ins Spiel gegen Frankfurt. Dominguez sieht da unten Olsen laufen. Sehr schön. Jetzt müssen wir den Ball nur noch vernünftig in die Mitte kriegen. Wir hätten ihn flach spielen sollen. Was ist denn mit dem Frankfurter los? Wieso komme ich denn da absolut nicht ran? Sau! 1-0 hinten. Ich laufe die ganze Zeit mit Eggestein diesem Frankfurter hinterher und er hat immer den Haken geschlagen, bevor ich da war. Ich hatte keine Chance, irgendwie in den Ball zu kommen. Ja, und dann steht Sau da und kann ihn einfach reinknallen. Super, weil der auch wieder nicht gedeckt war. Wir liegen wieder hinten. Es kann nicht sein. Ich habe keine Ahnung, wie wir unsere Angriffe ausspielen sollen. Vor allem, wie er auch da eben an Eggestein einfach vorbeigegangen ist. Der Ball ist irgendwie durch Eggestein gegangen. Ja, und Sau, für ihn ist es dann ein leichtes, weil Konaté nicht mehr da ist. Der sieht Sargent, das kann nicht sein, das gibt es nicht. Hey, dass der erste Schuss schon wieder nicht drin ist, ist ja schon wieder eine Frechheit, aber dass der zweite dann nicht mal reingeht. In den Pfosten und dann springt der irgendwie weg, das kann nicht sein. Jetzt wieder Frankfurt, das kann ja nun nicht sein. Marega Fischer ist da. Das wäre jetzt auch eine Frechheit gewesen, wenn das direkt das 2-0 gewesen wäre. Hier sehen wir es nochmal. Torlinientechnik. Er war da nicht mal dran. Der Keeper. Warum sind seine Hände eigentlich nicht an seinem Körper? EA at its best. Wow, er bricht sich einfach die Hände. Alles klar. Rashica kriegt hier den Ball so irgendwie und spielt ihn auf Dominguez. Da oben sehen wir Olsen laufen. Olsen, das gibt es nicht. Das kann nicht sein. Ey, da stellt man die Fehlerhaftigkeit wieder hoch und es geht nix. Das ist eine hundertprozentige, da kann mir keiner was anderes sagen. Wieder nicht den Ball reingekriegt. Scheiße, immer noch Rückstand. Wieder nochmal die Frankfurter zum Ende der ersten Halbzeit. Wir kommen nicht mehr nach vorne. Wir liegen hinten zur Pause und das ist unverdient. Das ist einfach unverdient. Wir hatten absolut die größeren Torchancen. Wir hatten mehr davon.
Ah, wir machen sie nicht rein. Und wenn wir das Spiel hier echt jetzt auch noch torlos beenden, dann werde ich die Fehlerhaftigkeit von Schüssen wieder auf 55 runterstellen müssen. Weil ansonsten spielen wir uns hier so viele Torchancen und das bringt uns im Endeffekt nichts. Wir gehen unverändert rein in die zweite Halbzeit. Es hat ja eigentlich alles ganz gut funktioniert. Nur der Ball, den haben wir halt mal wieder nicht reingekriegt. Skov Olsen jetzt mal am Ball. Skov Olsen, Dankeschön! Richtig gut gespielt auch. Und ich weiß nicht, warum da so ein Frankfurter, wer das war, so unfassbar tief stand, der das Abseits komplett aufgehoben hat, womit irgendwie der Rest der Abwehr nicht gerechnet hat. Dadurch können wir Skov Olsen da schön anspielen. Wir sehen es nochmal. Durch den tiefen Lauf von Kamada haben wir Fallett, oder wer? Nee, es war nicht Fallett. Oh, war es Fallett? Ich weiß es nicht. Die Nummer 3 auf jeden Fall rausgezogen. Und ja, kein Abseits für Skov Olsen, der den dann mit Finesse im langen Eck versenken kann. Richtig guter Abschluss. Ich hatte ja ehrlich gesagt schon wieder ein bisschen Angst. Aber wir machen den Ausgleich. Jetzt sind wir noch einen Punkt vom Dreier entfernt. Marega auf Lukas und wir liegen wie. Es kann langsam nicht mehr wahr sein, wie frustrierend dieses Spiel sein kann. Die machen da einfach ihre kleine Ballstaffette und er schießt aus einem Winkel oder aus der Drehung. Da würde ich niemals schießen, weil es niemals reingehen würde. Niemals hätten wir den Ball da so reingemacht. 2-1 Frankfurt. Dominguez auf Sargent. Natürlich geht er von da nicht rein. Wir wechseln aus, wir bringen Boetius für Rashica und David für Sargent. Eckball Werder, vielleicht ja mal eine Torgefahr durch eine Ecke, David. Köpfchen drüber. David schickt da mal ein bisschen Boetius auf die Reihe. Wir sind natürlich auf Außen, wir müssen irgendwie vernünftig diesen Ball in die Mitte kriegen. Boetius, warum denn auf Dominguez? Ich will den einfach nur in die Mitte legen. Und er spielt ihn ja mal komplett in den Rückraum. Ah, dieses Spiel. Die Frankfurter kommen nochmal über Lukas Konaté. Ich habe nicht auf Spielerwechsel gedrückt, Leute. Ich schwöre es. Warum wechselt denn hier meinen Spieler? Oh, Alter, es ist so ein räudiges Spiel. Echt, ganz ehrlich. Ja, okay, ist gut. Das war's mit dem Spiel. Wir sehen uns dann im Menü wieder. Ich zeige euch hier nochmal die Spielinfo. Wir waren die bessere Mannschaft mal wieder. Und ich werde diese Fehlerhaftigkeit von Schüssen jetzt auf 55 runterstellen. Also, es macht ja nun auf 60 gar keinen Sinn. Also, ihr habt es ja gesehen. Was soll ich da noch anders machen? Ich habe nach vorne gespielt. Man kann sich nicht immer unendlich viele Torchancen erspielen gegen jede Mannschaft. Frankfurt hat gut verteidigt, kann man nicht abstreiten. Ja, dann machst du halt eben nicht deine Tore, wenn die Fehlerhaftigkeit so hoch ist und ballerst alles vorbei. Und wenn man die Chancen nicht nutzt, dann nutzt sie der Gegner. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Es war ein schweres Spiel. Was ist heute schiefgelaufen? Wir hatten uns gut vorbereitet, aber auf dem Rasen konnten wir unseren Plan nie so richtig umsetzen. Davon müssen wir uns jetzt erholen, damit nächstes Mal ein besseres Resultat rauskommt. In der zweiten Hälfte hofften sie sicher auf die Wende, aber am Ende sieht dann eben doch diese neue... Ach komm, ich kann nicht mal mehr lesen! Bis zum Tor von Frankfurt hatten wir das Spiel im Griff. Wir hätten mehr verdient gehabt und normalerweise läuft so ein Spiel auch anders. Richarlison war heute einer der besten beim Gegner. War seine Leistung der Grund, warum für sie gegen Frankfurt letztlich nichts zu holen war? Ich konzentriere mich darauf, was wir besser machen können. Es gibt genug Bereiche, an denen wir noch arbeiten müssen. Danke für dieses Gespräch. Erster Akt jetzt hier nach dem Spiel. Fehlerhaftigkeit für Schüssen runtermachen. Damit rein in eine Trainingseinheit. Ihr habt ja in der letzten Folge gesehen, dass Eggenberger einfach so verschwunden ist ohne Vorwarnung. Deswegen habe ich jetzt mal Vogel reingepackt, der mit einem C startet. Herzlichen Glückwunsch. Wir stehen jetzt vorm Gladbach-Spiel. Ich werfe nochmal einen Blick auf die Tabelle. Wir haben 5 Spiele, 3 Punkte. Also mir fällt dazu gar nichts mehr ein, wenn wir gegen Gladbach... Also wir müssen jetzt gegen Gladbach gewinnen, weil ich glaube, wenn wir das nicht gewinnen, ihr habt ja schon gemerkt, ich bin ja immer sehr emotional dabei, dass ich dann doch schon leicht etwas salty werde. Und wenn wir jetzt gegen Gladbach auch noch verlieren, dann geschehen Dinge, glaube ich. Damit ein herzliches Willkommen hier aus dem Weserstadion. Und der SV Werder Bremen empfängt ja heute Borussia Mönchengladbach. Ich habe ein bisschen Angst bei der Trikotwahl, die ich eben getroffen habe. Aber ich glaube, wenn die Sonne nicht scheint, sollte man das hier auch gut auseinanderhalten können. Auf jeden Fall haben wir mit Werder Bremen den Saisonstart komplett verkackt. Man kann es nicht anders sagen, man kann es auch nicht beschönigen. Es war einfach gequirlte Scheiße, die wir da zusammengespielt haben. Deswegen ist hoffentlich jetzt der Moment, wo diese... Ich muss mich zügeln. Wir wollen ja hier eine grüne Monetarisierung haben und keine gelbe. Muss ich mich zügeln und ja, wir müssen uns jetzt steigern in dieser Saison und vor allem in diesem Spiel jetzt auch mal. Wir haben die Fehlerhaftigkeit von Schüssen jetzt auf 55 halt runtergestellt, wie wir es auch gegen Prag hatten. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier auch mit 6-1 oder was das da war gewinnen. Ich hoffe einfach, dass wir so ein faires und ausgeglichenes Spiel hinkriegen, weil ich habe keine Lust mehr darauf, jedes Mal die bessere Mannschaft zu sein, aber trotzdem zu verlieren. Und das ist unser Ziel heute gegen Gladbach. Es zählt nichts außer der Sieg. Ist natürlich praktisch, dass ich dann erstmal die Aufstellung geskippt habe aus Versehen. Herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall starten wir mit Fischer am Kasten, König wieder in der Startelf, Konaté, Vogt, Schulz,
bilden den Rest der Verteidigung. Dominguez und Eggestein wie immer auf der Doppel-6. Olsen, Götze und Rashica wieder im offensiven Mittelfeld und Sargent als alleinige Spitze. Ich habe Götze auch einfach für Kamada wieder reingebracht, weil Kamada mir im letzten Spiel gar nicht gefallen hat. Die Gladbacher starten mit Sommer im Kasten. Leiner, Janschke, Ginter, Pedraza in der Viererkette, Odavio, Zakaria auf der Doppel-6, Neuhaus auf der 8, eine 10 ist es nicht wirklich, glaube ich. Und Ünder, Embolo und Jota in der Dreier-Offensivreihe. Skov Olsen muss jetzt mal ein bisschen Gas geben, der ist ja nicht der Langsamste. Olsen jetzt auf Götze, ja, und dann kommt da Eggestein! Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, und zwar beim Bälle daneben ballern. Das kann nicht sein. Ich will einmal in Führung gehen in der Bundesliga. Götze auf Sargent, Sargent. Mann, was ist denn das? Also, das ist doch langsam nicht mehr wahr. Ey, schon wieder die Großchance vergeben. Und das wievielte Mal treffen wir denn den Pfosten? Wir sind der Aluminiumkönig einfach, kann man nicht anders sagen. Eckball für Gladbach, da kann ja immer alles passieren. Ginter, Fischer hält uns im Spiel. Danke, Fischer, danke. Es ist schon noch möglich, hier mit einem 1-0 in die Führung zu gehen, theoretisch. Oh, Ginter war ein richtig starker Kopfball, aber auch eine richtig starke Reaktion von Fischer. Eckball Werder, Rashica bringt den rein. König, König, boom, Junge, da sind wir. Da bist du doch. König, er trifft. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, ich habe ihn noch reinrotiert für Tavares. Ich war am Überlegen, weil Tavares ja auch eigentlich der Schnellere ist mit dem besseren Rating und alles. Und ich rotiere König rein. Und da ist er. Ginter macht das Tor nach der Ecke nicht, aber König setzt ihn mit dem Kopf ins lange Eck. Sehr, sehr stark. Ganz wichtiges Ding. Wir sind wieder da, Leute. Wir sind wieder da. Jetzt nochmal die Gladbacher Fischer mit einer ganz, ganz wichtigen Aktion. Das macht Skov Olsen richtig stark. Olsen in die Mitte auf Sargent. Dass der Ball durchkommt, ist schon das erste Wunder. Aber dann ist Sargent da und macht ihn rein und wir führen 2-0. Dass wir 2-0 führen, ist das nächste Wunder. Ja, Mann. Ganz, ganz wichtig, Alter. Und ihr merkt, wenn man so eine Niederlagenserie auch hatte, dann ist man noch viel emotionaler dabei. Weil man will sie ja endlich beenden, diese Serie. Und es war wieder nicht ganz so gut gemacht, würde ich sagen. Blind in den Gegner reingespielt, auf gut Glück in die Mitte. Da müssen wir uns eigentlich was anderes einfallen lassen. Aber es hat hier ausnahmsweise mal funktioniert. Und dann will ich mich darüber auch nicht beschweren. 2-0 Werder Bremen. Die Gladbacher machen aber weiter. König verschätzt sich da. Die Flanke kann kommen. Otavio. Zakaria mit dem hohen Ball auf Otavio. Das war gut gespielt. Und dann steht Cengiz Ünder da. Und der macht den, der darf da nicht so frei stehen. Und ich habe auch überlegt, war es abseits oder nicht. Ich würde es gerne nochmal in der Wiederholung sehen. Auf jeden Fall zählt das Tor, daran können wir nichts ändern. Es gibt hier keinen Videobeweis oder sonst was, um im Nachhinein ein Tor abzuerkennen. Aber wir sehen ja, der Ball, das macht Eggestein nicht gut. Ja, und Ünder steht dann da in der Mitte zu frei. Schulz hat ihn da ein bisschen allein gelassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie abseits war oder nicht. Aber wenn EA sagt nein, müssen wir das wohl so hinnehmen. Und das ist der Anschlusstreffer für die Gladbacher. Skov Olsen wird nochmal geschickt. Die erste Halbzeit ist hier noch nicht vorbei. Skov Olsen, Mario fucking Götze. Boom, Junge. Sehr, sehr nice. 3-1 noch vor der Pause. Was ist das denn für eine Nachspielzeit? 2 Tore in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. 1 für Gladbach, 1 für uns. Richtig gut gemacht. Der Pass in die Mitte auf von Skov Olsen, der wird ihn noch zum Vorlagengeber der Saison. Und dann sehen wir da den Mario. Und der Mario, der macht den. Sehr, sehr nice. Mit dem linken Fuß. Muss er ihn nur noch über die Linie drücken. Es ist das 3-1 für Werder Bremen. Ist es das? Kann es tatsächlich der erste Sieg der Saison werden für uns? Das setzt jetzt auch den Schlusspunkt der ersten Halbzeit. Es geht hier nicht mehr wirklich weiter. Es gab nur noch eben den Anstoß. Und ja, ich kann ganz zufrieden sein, würde ich sagen. Am Anfang noch ein paar Chancen vergeben. Mittlerweile läuft es aber eigentlich ganz gut. Und ja, wir sehen hier, bei Embolo läuft es noch nicht so gut. Wir sind schon in der zweiten Halbzeit. Wir gehen erstmal unverändert rein in die zweite Halbzeit. Wir werden aber sehr wahrscheinlich noch wechseln, weil hiernach in 3 Tagen, also im nächsten Part, dann noch wieder die Europa League ansteht. Und da wollen wir natürlich die Bestbesetzung im Idealfall haben. Die Gladbacher geben sich hier auf jeden Fall nicht auf. Cengiz Ünder nochmal, der hat vorhin schon einen Anschlusstreffer erzielt. Ist hier im 16er Hoffmann! Fischer mit einer richtig starken Parade. So, mittlerweile läuft die Offensive und die Defensive mal schlapp, oder wie sieht das hier aus? Hoffmann oder Hofmann, man weiß es nicht. Auf jeden Fall die Nummer 23. Mit einem richtig starken Schuss, aber wir haben einen richtig starken Keeper. Cengiz Ünder legt den ab. Schulz hält nochmal kurz den Fuß vor, dass da keiner schießen kann.
und Götze jetzt mit dem guten Ball auf Skov Olsen. Wir kontern. 3 gegen 3 Situation. Skov Olsen, wir sehen Mario Götze. Und Matze Ginter hält noch den Fuß vor. Wir wechseln ein zweites Mal, wir wechseln Rashica aus, dafür kommt Jatta vor den Wechsel, hattet ihr nicht gesehen. Da kam Boetius für Götze. Boetius kriegt den rübergelegt auf Jatta. Der ist frisch, der hat Geschwindigkeit. Das ist ja mal ein Konter wie aus dem Lehrbuch. Jatta, Bakkeri. Jatta. Wieder Gladbach. Otavio, die werden echt stark. Hier nochmal gegen Ende dieser Partie. Wieder muss Fischer eingreifen. Gladbach macht ein gutes Spiel, aber die haben jetzt hier die Abschlussprobleme. Da möchte ich mich aber nicht beschweren. Mit der Ballrolle sogar noch stark gemacht, aber Fischer ist da. Cengiz Ünder und wieder Fischer. Der macht das Spiel seines Lebens. Aber man braucht als Top-Mannschaft auch einen Top-Torwart und den haben wir hier mal sowas von am Start. Ganz knapp noch an Vogts Bein vorbei. Ich habe doch gesehen, dass er den wahrscheinlich eher selber ans Tor legt. Eckball Gladbach. Und da kommen wir nicht hin und wieder, Ginter. Die Situation hatten wir schon. Das Duell kennen wir. Und das Duell kennen auch Fischer und Ginter. Richtig guter Kopfball von Ginter, aber wieder Fischer mit einer Weltklasse-Reaktion. Unser Keeper ist einfach unfassbar stark. Der darauf folgende Eckball kommt auf die Nummer 20, aber König ist davor. Der wollte auf jeden Fall mal den Volleyhammer auspacken. Wir versuchen jetzt zu kontern über Boetius. Wir schicken Sargent auf die Reise. Wir überlaufen Janschke. Die müssen jetzt natürlich aufmachen. Sargent, boom! 4-1, Ding ist durch. Ganz, ganz wichtig jetzt, mal auch das 4-1 zu machen. Mal ein bisschen Klarheit hier für im Spiel zu sorgen. Guter auch Pass auch von Boetius. Ich habe auf den richtigen Moment gewartet, dass Sargent da problemlos Janschke überlaufen kann. Sargent hat da natürlich den Geschwindigkeitsvorteil. Und ja, Gladbach musste aufmachen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir so eine Chance kriegen. Dass wir sie nutzen, ist umso erfreulicher. Richtig gut gemacht von Josh Sargent. Und damit dürfte das Ding hier durch sein. Jetzt aber nochmal Gladbach Hofmann. Und war da schon wieder Fischer dran? Da war schon wieder Fischer dran. Ich kann es nicht glauben. Dieser Kerl ist einfach krank. Der Schuss von Hofmann und Fischer. Alter. Der ist so gut, der Kerl. Und damit war's das. Damit beendet der Schiedsrichter hier diese Partie. Und wir gewinnen mit 4-1. Damit bin ich sehr zufrieden. Ihr könnt ja mal abstimmen, was ihr jetzt besser findet. So wie es in diesem Spiel war oder wie im ersten Spiel. Auch mit den Einstellungen und wie das Spiel verläuft. Ich muss ja sagen, ich finde es so deutlich besser. Weil ich meine, wir haben einen richtig guten Kader. Da gewinnt man halt auch mal. Und Gladbach war hier nicht chancenlos. Gladbach hatte hier auf jeden Fall auch Chancen bis zum Umfallen. Sie haben sie nicht genutzt. Also von daher bin ich hier ganz zufrieden. Wir holen den ersten Sieg der Saison. Ich bin happy. Wir schauen mal auf die Spielinfo. Diesmal waren wir die unterlegenere Mannschaft. So wie eben im Frankfurt-Spiel nur andersrum. Da waren wir die bessere Mannschaft und verlieren. Und jetzt war hier Gladbach die bessere Mannschaft und verliert. War auf jeden Fall glücklich. Auch so hoch hätte der Sieg für uns eigentlich niemals sein dürfen. Aber naja, ich beschwere mich mal nicht. Gladbach hat die Chance nicht genutzt. Wir hatten wieder weniger Ballbesitz. Damit fühlen wir uns ja eh ganz wohl. Wir sehen hier mal die Ecken. Die hatten so viele Ecken. 8-1. Das ist unfassbar stark. Und unsere Passgenauigkeit, Leute. 76%. Das ist echt, glaube ich, nur ein Negativrekord für mich. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Warum hat David keine Spielzeit erhalten? Es gab heute einige tolle Spielerleistungen und das freut mich natürlich. Es herrscht großer Konkurrenzkampf. Ich will, dass alle Spieler eine realistische Chance auf den Einsatz haben. Sargent hat heute 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels? Ich gratuliere dem gesamten Team zu dieser Leistung. Natürlich war Sargent überragend, aber unsere Fans wissen, dass bei Bremen das Team der entscheidende Faktor ist. Endlich konnte Werder Bremen gewinnen und die Krise beenden. Hoffen Sie nun darauf, dass es im nächsten Spiel so weitergeht. Wir haben uns intensiv auf dieses Spiel vorbereitet und an unserer Einstellung gearbeitet. Wir sind bereit, die Krise hinter uns zu lassen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Damit lassen wir auch mal die nächste Trainingseinheit hinter uns. Und ich wollte sagen, wir können Braun mal bald eine andere geben, so gut wie der schon in der Defensive ist. Aber ich will, dass die Passsetzer noch hochgehen, die gerade schon so weit oben sind. Mit einem F wird das allerdings nichts. Damit werfen wir zum Abschluss der Folge nochmal einen Blick auf die Tabelle. Im nächsten Part steht in der Europa League Braga auf dem Zettel und Mainz in der Fußball-Bundesliga. Wir können ja mal gucken, wo steht Mainz hier aktuell auf 17. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was wir zu 100% gewinnen müssen. Wir sind jetzt mittlerweile auf 11 hoch. Das ist ganz gut. Wir sind noch nur 2 Punkte hinter Leipzig. Also wir sind hier nicht die einzige Mannschaft, die noch unter den Möglichkeiten spielt. Und wir werden in dieser Saison auch deutlich erfolgreicher sein als in der letzten Saison. Das wollte ich sagen. Denn ja, ich glaube, hier wird es einfach keine Durchhänger geben. Wir müssen jetzt einmal hier richtig reinkommen in die Saison, die Wende schaffen und dann löppt der Lachs. Davon gehe ich einfach mal aus und damit soll es aber mit der heutigen Folge gewesen sein. Wir sehen dann am Dienstag, wie es weitergeht in der Karriere. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, aktiviert die Glocke und abonniert gerne den Kanal. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr heute Abend beim Livestream dabei seid. Ich weiß noch nicht genau wann, geht mal von 19 Uhr aus. Ansonsten vielleicht auch morgen bei Star Wars Jedi Fallen Order.
Und damit, ja, bin ich raus für heute. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und damit ja, sehen wir uns entweder heute Abend, morgen oder spätestens am Dienstag. Macht's gut, Leute. Ich bin raus. Haut rein. Ciao.